Seit 50 Jahren gibt es die evangelische Familienbildungsstätte Gießen. Rechnet man von diesem Jahr ein halbes Jahrhundert rückwärts, landet man, logisch, im Jahr 1962. Was liegt also näher, als einen Abend zu begehen, der dem ersten Jahrzehnt in der Existenz der Familienbildungsstätte gewidmet ist? Im Zentrum dieses 60er-Jahre-Abends stand die Aufführung des britischen Films We Want Sex aus dem Jahr 2010, der den Kampf von Arbeiterinnen um Gleichberechtigung in dem im Londoner Vorort Dagenham gelegenen Fordbergs erzählt. Doch nicht nur Filme stand der Abend im Zeichen der 60er, auch der Rest des Abends zelebrierte dieses bunte Jahrzehnt, wie auch Christiane Hegemann, Leiterin der Familienbildungsstätte, in ihrer Begrüßungsansprache anmerkte. Uns als Frauenverband interessiert natürlich auch die Frauenseite und auch das kann man schön an den Outfits ablesen. Wir haben ja hier eine ganz wilde Entwicklung in den 60ern. Das geht ja von den biederen Outfits mit Hütchen und Handschuhen bis hin zu den Flower Power Zeiten, also ganz bunte, bewegte Zeit. Besucher, die im 60er-Jahre-Outfit erschienen, hatten freien Eintritt. Man merkte den Gästen an, dass sie Freude daran hatten, sich in der Mode der Zeit zu kleiden, auch wenn vielleicht nicht jeder die 60er miterlebt hat. Plakate informierten über Nachrichten, Errungenschaften und Stile des Jahrzehnts. Ehe es Film ab hieß, wurde stilecht Popcorn gereicht. Nach der Filmvorführung wurden die 60er Jahre von den Anwesenden weitergefeiert. Bei einem Buffet und bei Musik der Zeit ging der 60er Abend weiter.